Neben mir steht das schnellste Facelift der Geschichte, okay, zumindest seit ich den Job mache. Nach nur einem Jahr bekommt nämlich der Mitsubishi ASX ein Facelift spendiert. Und was der Bruder vom Renault Captur so kann, das erfahrt er genau hier auf diesem Review-Kanal. Und hier ist garantiert niemand gefaceliftet, das verspreche ich euch. Bei uns gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein faltenfreies Review von Jesse oder ein bisschen verknautschtes von mir. Ich bin der Jan, abonniert den Kanal genau jetzt. Dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr. Und was werden wir mit dem ASX heute machen? Wir sprechen über den Namen, wir sprechen über, genau, das Facelift. Was hat sich getan? Warum ist es so schnell? Warum gibt es so viele Motoren? Welche gibt es vielleicht nicht mehr? Wie viel Platz ist im Innenraum, auf der Rückbank, im Kofferraum? Und was kostet er? Wenn euch das alles interessiert, seid ihr hier genau richtig. Abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, legen wir los. Jessica Maniac, schnell gefunden war. Autos sind meine Leidenschaft. Mir geht's dabei nicht nur um Pferdestärke. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich mit voller Onyx-Blacker-Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Vielleicht gibt es da ja auch den Mitsubishi ASX. Für was steht ASX? Für Active Sport X-Over, also Crossover sozusagen. Ne? Das ist ein Mini- oder ein City-SUV. Und was ich besser kann als Werbung oder über die Namen von Autos zu philosophieren, ist über die Historie zu sprechen. Und den gibt es seit 2010. 2021 ist er ausgelaufen, dann gab es ihn ein Jahr nicht mehr. Er kam dann ja 2023 eben zurück in zweiter Generation und das eigentlich als ja, Renault Captur. Warum? Naja, man wollte, dass es bei Mitsubishi weitergeht. Man wollte ein Auto in der Größe weiter anbieten. Das hat man dann geschafft. Und ja, dann hat aber der Renault Captur ein Facelift bekommen, ein umfangreiches, das wir euch hier auf dem Kanal auch vorgestellt haben. Schaut da gerne mal rein. Und deshalb muss natürlich der Mitsubishi ASX jetzt auch ein Facelift bekommen. Warum sich das lohnt, ist zahlenmäßig ganz klar. Denn das Auto hat sich, seit es ihn gibt, in Deutschland über 100.000 Mal verkauft, was wirklich eine Ansage ist. Ja, und der steht auf der CMF-B-Plattform, genauso wie der Nissan Juke oder der Renault Captur. Viele ja, Mitsubishi-Fans werden Renault Captur nicht so gern hören, aber das ist halt nun mal das Zwillingsmodell. Und genauso wie sein Zwillingsbruder wird er gebaut in Valladolid, nämlich in Spanien. Aber jetzt im Facelift hat sich optisch vor allem vorne ziemlich viel getan. Innen hat ein größeres Display und es gibt neue Felgen. Aber ich finde, das Facelift, das lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Aber natürlich gibt es auch externes Wettbewerbsumfeld. Ganz frisch haben wir euch einen VW T-Cross gezeigt. Jetzt sagt ihr, der ist doch ein bisschen kleiner. Eigentlich ist der T-Roc der Wettbewerber oder der Taigo von VW. Stimmt. Es ist allerdings auch ein Jeep Renegade oder ein Fiat 500X. Ich könnte ewig so weitermachen. Eben ein kleines SUV, was die Leute sehr gern mögen, weil ja, das Platzverhältnis innen ist groß genug für eine kleine Familie und man hat nicht so viel Trouble damit, in der Stadt unterwegs zu sein. Ausstattungsvarianten: Basis plus Select oder Intro Edition am Anfang, wird dann zu Select irgendwann und dann kommt Top. Hier steht die zweithöchste Variante. Da drüben, wenn ihr mal rüberschauen wollt, ist die höchste Ausstattungsvariante. 5 Lachsfarben gibt's. Onyx Black ist hier drauf und die beiden höchsten Ausstattungsvarianten, die bekommen optional so ein schwarz abgesetztes Dach in Onyx Black, was ihr hier jetzt nicht seht. Was ihr dafür da drüben sehen könnt, und Motorvarianten reichen halt von einem Verbrenner bis hin ja, zu einem Vollhybriden. Der Plug-in-Hybride, der ist ein bisschen rausgefallen. Aber Ausmaße erstmal vom Auto, der ist 4,23 Meter lang, 1,80 Meter breit, 1,58 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,64 Meter. Und wenn wir uns jetzt mal von vorne anschauen, was sich verändert hat, dann ist das hier der Kühlergrill. Der hat bei Mitsubishi einen ganz speziellen Namen, nämlich
Dynamic Shield. Dynamic Shield heißt der und der hat sich im Vergleich zum Vorgänger angepasst. Schaut euch mal das Nicht-Facelift-Modell bei uns auf dem Kanal an. Und der mündet hier in dieser Voll-LED-Leuchte. Geht gerne mal bis zur Seite rein. Hier steht es auch drin, LED Pure Vision. Und das Tagfahrlicht hat sich von oben, was C-förmig war vorher, nach unten quasi transformiert und gibt dem Auto, finde ich, jetzt mehr Breite, mehr Stand. Und ja, der Kühlergrill ist oben schmal und ein bisschen größer. Die Lippe ist lackiert. Und jetzt würde ich mit euch gerne mal in die Seite gehen. Und wir sprechen über die Bodenfreiheit. 17 cm, 11,1 Meter ist der Wendekreis, ist immer frontgetrieben. Über die Motorvarianten sprechen wir dann später. An der Seite hat sich jetzt nicht so viel getan, aber ihr seht halt, echt relativ langer Radstand, kurze Überhänge. Und was ich bei der Praktikabilität sehr, sehr gern mag, ist, dass ihr die Rückbank 16 cm nach vorne oder nach hinten schieben könnt. Und damit habt ihr halt einen 100 Liter größeren oder kleineren Kofferraum oder respektive mehr oder weniger Platz auf der Rückbank. Hinten hat sich wenig getan. Was sich allerdings geändert hat, ist ein Felgendesign. Das macht man so bei Facelifts, ne? Das ist ein bisschen günstigere Lösung. Wir haben 17 und 18 Zoll Felgen. Hier jetzt das neue Felgendesign in der 18 Zoll Felge drauf. Hier ist es. Schön geschwungen, passt, wie ich finde, ziemlich gut zum Auto. Bremsscheibe hier hinten drunter, Bremssattel in einem Silber lackiert. Plastik um die Radläufe nach vorne hin, habt ihr so eine kleine Durchbrechung für einen besseren CW-Wert, auch wenn ich den noch nicht kenne. Hier ist so ein Zierelement drin. Ihr seht drüben, wenn ihr mal rüberschauen wollt, bei dem anderen, dass da noch Hybrid EV oder EV drin steht. Und hier unten haben wir dann so einen verbreiterten Schweller und analog zum Renault Captur ist hier auch so ein Zierelement drin. Spiegelkappe in Schwarz hier oben. Nach unten hin keine Leuchte, keine Projektion. Und woran ihr auch das andere Modell erkennt, ist da oben oder da drin gibt es das schöne Glasdach. Bügeltürgriffe sind unter dieser Chrom, Unterlegung quasi der Fenster. Das schaut euch vielleicht mal von hinten an. Der Türgriff hinten ist auch schön als Bügeltürgriff ausgeformt und nicht wie bei anderen Modellen, wie bei einem Toyota CHR zum Beispiel da oben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal vielleicht nach hinten und sprechen erstmal über die Anhängelast. Ich hoffe, ihr seht das Auto. Je weiter Jesse natürlich an der Wand hinten läuft, desto besser ist es erkennbar. 750 bis 1500 Kilo ist die Anhängelast. Der Vollhybrid hat die 750 und der größte Motor dann die 1500 Kilo Anhängelast. Kofferraumvolumen reicht von 400 bis 1300 Liter. Während der Mildhybrid dann jeweils 100 Liter weniger Kofferraumvolumen hat und in umgeklappten Zustand noch ein bisschen mehr. Bisher war es so, dass der Tank bei dem Plug-in-Hybriden nur 39 Liter gefasst hat. Natürlich kam da die volle elektrische Reichweite dazu. Hier jetzt immer 48 Liter Tank, was man sagen muss, was der Grund war dafür, dass Mitsubishi den Plug-in-Hybriden genauso wie Renault rausgeschmissen hat aus dem Modellportfolio, ist ganz einfach. Es haben nur 8% der Leute genommen. Ja, da entscheiden sich die Leute dann oft zwischen Preis und Leistung, Kosten, Nutzen. Und wenn ihr vielleicht mal reinschauen wollt in die Leuchte, seht ihr eine, wie ich finde, ganz schöne Dreidimensionalität hier drin. Oben auch so ein Dreiecksdesign. Und eigentlich spannend für mich ist, dass man sich gegen so eine durchgängige Leuchte entschieden hat. Dafür ist sie ganz schön, gibt dem Auto, finde ich, eine Eleganz. Dachkantenspoiler nach oben, Haifischflossenantenne und hier ist dann so ein Scheibenwischer nach hinten, abgedunkelte Scheiben, Mitsubishi ausgeschrieben, ASX steht hier und unten dann ein schwarzer Stoßfänger, der ziemlich schick ist und hier kein Kennzeichen drauf oder so. Und jetzt schauen wir mal in den Kofferraum rein, die Ladekante. Die ist so mittelhoch. Ja. Und die Flexibilität, die mag ich sehr gern hier drin. Ich glaube, es hilft euch, wenn ihr auch eine Leuchte dazu nehmt, weil es halt doch jetzt schwarz in schwarz und ist auch schon ein bisschen später. Deswegen seht ihr dann ein bisschen mehr. Alles schön ausgefilzt. Hier habt ihr so einen doppelten Ladeboden und der ist jetzt unten. Ihr könnt den auch eins hochstellen und dann quasi das so ein bisschen nutzen, um den Kofferraum zu durchtrennen. Und hier habt ihr eben nicht den Akku vom Hybriden oder so, sondern nochmal zusätzliches Kofferraumvolumen, was Schönes. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch einfach ganz hochstellen und habt dann keine Ladekante beim Umklappen eben der Rückbank. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt mal zusammen. Beziehungsweise erstmal eine Sache.
Ich schiebe sie euch ganz vor und ganz zurück, denn sie ist ja um 16 cm verschiebbar. Ganz vor, ganz zurück. Schon ziemlich praktisch, finde ich. Und dann könnt ihr hier die Rückbank einfach umklappen. Könnt es auch noch auf der anderen Seite machen. Sehr flexibel. So. Und habt eben so keine Ladekante hier drin oder so. Ich mache euch vielleicht die Hutablage noch mal raus, dass ihr das seht. Und wenn ihr noch mehr Platz wollt, so, könnt ihr das einfach runterklappen. Ich glaube, 1,57 Meter Ladelänge passt da rein. Verarbeitung der Heckklappe, ganz okay. Ich würde es mal als solide oder robust bezeichnen. Mache euch hier jetzt zu und dann hier auf und dann schauen wir uns mal das Platzverhältnis auf der Rückbank eben an. Das ist okay. 2,64 Meter Radstand. Die Sitze sind relativ weit nach hinten gestellt. Deshalb habe ich nach vorne hin ja hier nur eine Faust. Was ich ganz spannend finde beim Auto, das in Spanien gebaut wird, ist die Materialität hier vom Dach. Das ist nämlich schönes Grau, wirklich wohl verarbeitet. Der Mitteltunnel, der ist sehr, sehr flach, schmal aufbauend. Das finde ich gut. Zwei USB-C-Anschlüsse hier, robuster Kunststoff hier hinten. Klar, irgendwo muss man sparen. Und jetzt die Sitze. Die sehen ein bisschen aus wie bei so einem ziemlich neuen IKEA-Sofa, was ich echt ganz gern mag für ein Auto. Hinten oben dann nochmal in der Kopfstütze eine andere Materialität. Hinten dann auch noch so ein Fenster. Echt gut. Nach vorne hin, ja, so ein kleines Netz. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal noch hier rein. Keine Einstiegsleiste. Tür sehr robust gehalten. Dafür allerdings eine gepolsterte Armauflage. Das hatten wir jetzt bei anderen Mini-SUVs bisher nicht. So, bisher gab es ehrlich gesagt nicht so viel zu kritisieren. Man kann natürlich sagen, muss ich jetzt einen Mitsubishi kaufen, wenn es den auch als Renault gibt. Am Fazit werde ich euch erzählen, warum vielleicht doch. Was man kritisieren kann, ist die Basismotorisierung bei dem Auto. Das ist nämlich nur ein 1 Liter Dreizylinder-Motörchen. Der kommt zwar immer mit einer 6-Gang-Handschaltung, also keine 5-Gänge oder so, wie das andere machen. VW zum Beispiel beim T-Cross, der ja ein bisschen kleiner ist. Dafür hat er allerdings 91 PS. Wollt ihr ein bisschen mehr Leistung, dann wohnt drüber der 1,3 Liter Verbrenner. Ja, das ist dann also serienmäßig immer ein 6-Gang-Handschaltgetriebe mit 140 PS. Drüber gibt es den dann noch in der Ausbaustufe mit 158 PS. Der kommt dann zusammen mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wie es eben hier drin ist. Schaut gerne mal rein, da seht ihr das. Aber für mich am spannendsten ist der Motor, der da drüben drin ist. Das ist nämlich der Vollhybrid. 1,3 Liter Motor, ja, der kommt dann als 12 Volt Mildhybrid, also basierend auf dem 12 Volt Bordnetz. Und der Vollhybrid ist spannend aus meiner Sicht, denn da ist die Basis dann ein 1,6 Liter Vierzylinder Motor mit 94 PS. Ein E-Motor mit 49 PS, das ist der Antriebsmotor und dann ein Startergenerator mit 24 PS. Ziemlich komplexes System, Multimode-Getriebe drin, 4 Gänge für den Verbrenner, 2 voll elektrisch, also insgesamt 14 Kombinationen sind möglich. Was interessant ist, der Akku, 1,2 Kilowattstunden groß, wiegt etwa 37,5 Kilo. Und ja, damit habt ihr halt einen sehr geringen Verbrauch, eine Reichweite von etwa 900 Kilometer. Ihr könnt in der Stadt etwa 80% der Strecken rein elektrisch fahren. Wenn ihr ein bisschen drauf achtet, ja, Jess ist gerade gestolpert, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Jetzt gehen wir mal rein, schauen uns den Raum an. Wie von Zauberhand sind wir jetzt von Plus in Top gesprungen und keine Angst, es gibt natürlich weiter noch viele Reviews bei uns. Mir ist nur aufgefallen, dass wir hier halt das 10 Zoll digitale Kombi haben, während wir da drüben nur 7 Zoll hatten. Vielleicht für euch ganz interessant als Vergleich, hier serienmäßig allerdings aufrecht stehen 10 Zoll. Ist jetzt immer Google Built-in, also ein Google-basiertes Betriebssystem und hier kann ich euch auch das Glasdach zeigen. Bedeutet so eine manuelle Jalousie hier und hier vorne über diesen Drehregler kann man das Dach dann öffnen in unterschiedlichen Stufen. Ich spiele sie euch einfach mal durch hier. Das ist dann die dritte. Die erste ist das Dach einfach nur leicht kippen und so ist es maximal auf. Ich zeige euch vielleicht nochmal dieses Kippen hier, weil ich das ganz gern mag. Vorne auch einen kleinen Windschutz gibt es und so ist es dann ganz zu. Ich mache es jetzt allerdings auch, weil wir das Licht hier drin ganz gut gebrauchen können.
hier drin jetzt eben die Ledersitze. Wie bei Volvo eine ganz schmale, dafür echt gut gepolsterte Kopfstütze. Glattes, echtes Leder in der Sitzfläche, Perforierungen dann außen. Die sind bequem, geben gut Seitenhalt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal den Schwenk vorbei an den Displays, an einem riesigen Handschuhfach, an einem anderen Zierelement, das viel besser ist aus meiner Sicht, wie das Klavierlack in die Tür rein. Und da seht ihr halt eine ambiente Beleuchtung, die je nach Fahrmodus eben halt die Farbe dann wechselt. Ich spiele es euch mal durch, das ist auch echt hell. Und dann habt ihr halt eine schöne Polsterung in der Armauflage, unten solide Qualität, relativ viel roher Kunststoff, ehrlich gesagt, in der Tür, was allerdings für die Klasse normal ist. Turbo viel Platz unten drin, was ich gut finde. Optional kommt hier die Harman Kardon Anlage dazu. Es gibt eine induktive Ladeschale. Und was mir aufgefallen ist, das Handschuhfach hier vorne, schaut mal da rein, wie tief das ist. Das ist wirklich krass, ohne Scheiß. Da passt echt eine Menge rein. Und auch toll fand ich, dass die Polsterung zum Knie hier da ist, was mir sehr wichtig ist. Und wenn ihr jetzt mal den Schwenk runter macht, nicht am Handy, sondern vielleicht tatsächlich schon am rahmenlosen Innenspiegel, der ist hier oben, genau am aufrecht stehenden Display. Hier gibt es nämlich noch echte Schalter, finde ich gut. Das wird wahrscheinlich für 5 Sterne NCAP in Zukunft wieder mehr Knöpfe benötigen. Hin zum Warnblinker. Dann habe ich jetzt eine Bitte an Chassis, das war nicht abgesprochen, nämlich dass sie ja uns vielleicht vorne mal die Integration vom Blinker zeigt. Ihr seht jetzt hier das Auto nämlich halt auch schon in der höheren Ausstattung mit dem schwarz abgesetzten Dach, was optisch vielleicht schon ein bisschen mehr hermacht, würde ich sagen. Ich würde die Ausstattungsvariante alleine schon halt wegen dem Glasdach wählen. Hier habe ich mein Handy untergebracht, da vorne, genau. Dann gibt es hier nochmal ein kleines Fach. 2 USB-C-Anschlüsse sind hier, 12 Volt Steckdose ist da. Unten habt ihr nochmal Platz, was reinzubekommen. Die Polsterung hier schön. Hier ist der Gangwahlhebel fürs Multimode-Getriebe. Parken könnt ihr da. Vom Schlüssel bin ich genauso wie bei Renault hier kein Fan. Ich finde den nicht schön, ich finde den auch unpraktisch. Aber der Gedanke, dass er halt wie so eine Kreditkarte oder Visitenkarte ist, der macht schon vielleicht ein bisschen Sinn. Hier elektrische Parkbremse. Da habt ihr dann Becherhalter und hier nochmal echt viel Platz, allerdings nichts ausgekleidet oder so. Dafür könnt ihr die Armauflage nach vorne, nach hinten verstellen und sie ist gut gepolstert. Wer, nee, den Witz spare ich mir jetzt einfach weg. Jetzt ins Video reinkommt, ist die bezaubernde Chassis. Gut gepolstert und nicht facegeliftet. Wie gefällt er dir? Gut. Also ich mag die Front, ich finde das Dynamic Shield sehr modern interpretiert. Für mich hat es immer was von so einem, wie heißt das? Nicht Power Ranger, diese Figuren, die sich so ändern können. Transformer, von einem Transformer. Ich finde, sieht immer ein bisschen aus Pokémons, wie Pokémons, Digimons. Wie, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ne? Also, jetzt fangen wir mal an. Erstmal hier habt ihr die Assistenten, die ihr rein und raus bekommt. E-Safe-Modus, der ist auch neu im Facelift, soweit ich weiß. Und jetzt sprechen wir über das Lenkrad. Lässt sich in alle Himmelsrichtungen verschieben, ist unten nicht abgeflacht. Dafür schönes Leder, Mitsubishi Diamanten, die 3 Diamantenmarke hier im Pralltopf. Perforiertes Leder außen. Auf der linken Seite alles für die Assistenten, auf der rechten habt ihr hier die MyModes. Und ich habe immer gedacht, MyModes, okay, das ist, oh schön, das sind wahrscheinlich die Fahrmodi. Nein, das ist eine ganze Gefühlswelt mit verbunden, nämlich ja, die ambiente Beleuchtung, wahrscheinlich die Einstellung der Klima oder so und eben auch die Fahrmodi hier drin. Und auf dieser Taste hier bekommt ihr dann ja unterschiedliche Ansichten hier rein. Könnt dann zum Beispiel die Rundmeter rein machen, habt dann hier die Möglichkeit, die Navi-Karte groß zu machen. Da sieht es ein bisschen nach Sonnenuntergang irgendwie aus. Ne? Schon ganz schön basic. Im Mitsubishi geht die Sonne immer auf und wenn ihr OK drückt, dann habt ihr auch den Bordcomputer, den ihr hier auf der Seite noch reinbekommt, die Temperatur und könnt euch hier ein bisschen durchprobieren. Was ich am tollsten finde im Auto, ist Google da drin. Wie findest du Google im Auto, Jessie? Es gibt nichts Besseres. Hey Google! Navigiere nach Offenburg. Nach Offenburg navigieren. Guck. Krass, oder? Bam, wie schnell das geht. Hey Google, wer ist die beste Auto-Influencerin der Welt? Super Caplotti. Auf der Website businessinsider.de steht dazu Folgendes.
Wie die bekannteste Auto-Influencerin der Welt, Supercar. Aufhören, aufhören, aufhören. Hey Google, abbrechen, abbrechen. Es ist Jan Weizenegger. Hey Google, wer ist Jessica Maniac? Auf der Website thecarcrash.de steht dazu Folgendes. Jessica Tön, ich bin crazy about cars, weshalb auch mein Name Jessica Maniac schnell gefunden war. Autos sind meine Leidenschaft. Mir geht's dabei nicht nur um Pferdestärken, Fahrdynamik oder optische Aspekte. Sondern um Liebe. Danke, Google. Jetzt guck mal, braucht's mehr Beweis, dass es cool ist? Was schön ist an dem Vollhybriden, ihr müsst ihn nicht laden. Was schlecht ist, ihr könnt ihn nicht laden. Ich bin Fan von dem. Das werden wir euch dann beim Fahren erklären. Hey, Google, navigiere zum nächsten Pasta-Restaurant. Nach Mama Mia navigieren. Krass. Das ist einfach krass, ey. Ja, das ist einfach krass, ey. Sehr gut. Und ich zeige euch jetzt mal, was das System alles kann. Also, es gibt nicht nur hier zu Hause, sondern ihr könnt es auch mit Apple CarPlay, Android Auto verbinden. Geht dann hier. Und dann habt ihr halt den Play Store hier drin, den Google Assistant. Ihr habt halt Google Maps hier drin, was wir gezeigt haben eben. Und könnt euch dann in dem Google Play Store wahrscheinlich die verschiedenen neuen Apps runterladen, wenn es soweit ist. Hier ist alles zum Auto. Und da habt ihr die Fahrmodi eben. Ne? Das ändert sich dann nicht nur hier, sondern eben auch bei mir da drüben ändert sich alles und ihr seht dann hier, was ihr konfigurieren könnt, nämlich alles zum Fahren, Motor, Lenkaufwand zum Beispiel könnt ihr ändern, die Dynamik vom Fahrzeug und das Leben an Bord. Ne? Da habt ihr hier die Umgebungsleuchten, könnt es auch verändern, je nachdem persönlich, wie man das will, anpassen in tausenden Farben. Das ist schön. Was cool, was echt gut gemacht ist. Ne? Wir sprechen hier immer noch davon, dass wir hier ein kleines SUV haben. Ne? Hier waren wir Leben an Bord und eben die Klima kann man noch verändern. Hier alles zum elektrisch fahren. Ich habe gesagt, in der Stadt bis 80% rein elektrisch. Hier dann zum Beispiel gibt es auch noch My Driving hier. Da könnt ihr dann lernen, wie man energieeffizient fährt. Hier könnt ihr dann alles zum Verbrauch irgendwie lernen. Es gibt dann die Assistenten hier und da ist hier wirklich eine Menge drin. Komfort zum Beispiel, hier alles am Parkplatz. Das ist auch mehr als beim Vor-Facelift, wenn ich das richtig weiß. Und hier dann alles zum Fahrzeug. Ne? Fahrgastraum, Reifen. Das Auto macht übrigens auch eine schöne Begrüßungs- und Verabschiedungsanimation. Und ich würde sagen, das ist es eigentlich soweit. Lenkradheizung gibt es hier auch noch. Sitzheizung gibt es hier unten auch noch. Dafür müsste man wahrscheinlich die Klimaanlage mal anmachen. Hey Google, mach die Klimaanlage an. In Ordnung. Die Klimaanlage schon wird krass eingeschaltet. Versteh dich besser als ich dich. Entschuldige, was nicht schwer ist. Das kann ich im Moment nicht steuern. Kann der wahrscheinlich nicht, weil er nicht auf die Fahrzeugfunktion übergreifen kann. Was wir jetzt allerdings machen, ist, Jessie das letzte Wort geben. Nicht stolpern, nicht faceliften, Fazit machen wir jetzt. Nicht stolpern? Weil ich doch gestolpert bin draußen. Ach, im Fazit? Nee, ich bin außen gestolpert. Welcher Tag ist heute? Dieser Review-Kanal ist top, deshalb stehen wir jetzt hier auch an der Top-Ausstattungsvariante. Neulich hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, Jan, diese Selbstbeweihräucherung, die nervt mega, hör auf damit. Ich hoffe, ihr checkt zumindest zum Großteil, dass es so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen ist. Und jetzt zeige ich euch die mal kurz. Ne? Schwarz abgesetzte Spiegelkappe, Glasdach, schwarz abgesetztes Dach in Onyx-Schwarz. Drüben haben wir natürlich Onyx-Schwarz, Onyx-Schwarz. Und jetzt vielleicht mal zur Einordnung vom Auto. Ich weiß ja, viele Mitsubishi-Fans haben ja auch schon beim Colt gesagt, ein Klon vom Renault Clio oder jetzt hier ein Klon vom Renault Captur zu machen. Was soll denn das? Ich finde, er ist jetzt optisch weit genug differenziert und ihr sagt jetzt allerdings vielleicht, aber warum soll ich den kaufen? Da kann ich doch einfach zu Renault und dann sage ich, Achtung, es gibt eine Sache, die neben der Optik und vielleicht neben den sehr, sehr guten Händler, die Mitsubishi verspricht zu haben, für Mitsubishi spricht. Nämlich hat der serienmäßig 5 Jahre Garantie und wenn ihr NIM 8 nimmt, also 3 Jahre Anschlussgarantie, dann kommt ihr insgesamt auf 8 Jahre Garantie und das ist halt ein Neuwagenversprechen, das größer ist wie das Versprechen, das Mitsubishi uns gegeben hat, dass es hier in der Halle leise sein wird. Aber kein Problem, wir bekommen das heute trotzdem hin. Vielleicht zum Facelift und zum Auto. Ich finde den optisch wirklich gelungen.
Innen großes Display, vorne deutlicher differenziert, wertige Materialität da drin, was mir sehr gut gefällt, dass der PHEV entfällt, finde ich natürlich als Autofan grundsätzlich immer, also der Plug-in-Hybride, schade. Trotzdem ist die Motorauswahl, finde ich, ganz gut. Ich würde den Dreizylinder-Motor nicht nehmen, einfach weil ich finde, dass das Auto als SUV dann schon groß genug ist, um eben einen Vierzylinder verdient zu haben. Meistens ist es auch, was den Verbrauch angeht, die bessere Lösung. Ich bin Fan ja von diesem Multimode-Getriebe und von dem Vollhybriden eben auf der Plattform. Und dann geht es bei euch wahrscheinlich darum, ab wann kann ich den denn kaufen? Ich weiß, dass er ab Mai, Juni gebaut wird, eben in Spanien, und dann wahrscheinlich irgendwie Juni, Juli zu den Händlern kommen wird. Ach so, Preis, gell? Wahrscheinlich seid ihr nicht wegen meinem wunderschönen Hemd bis zum Schluss dran geblieben, sondern ihr wollt wissen, was er kostet. Der wird sich am Vor-Facelift, was ja nur ein Jahr, also vorher, nämlich 2023, auf den Markt kam, orientieren. Nämlich bei 19.990 Euro wird dann wahrscheinlich in der Top-Ausstattung mit wahrscheinlich dem 158 PS starken Verbrenner bei 35.000 Euro beginnen. Hoffe ich mal, dass Mitsubishi mir da nichts Falsches erzählt hat. Hier seid ihr gelandet beim ehrlichsten Review-Kanal der Welt. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video von der bezaubernden Jessie oder von mir. Abonniert den Kanal genau jetzt und sehen uns morgen.